Hallo und herzlich willkommen zu Dropshipping Tutorial 2021. How to do your Dropshipping Store. Na Spaß. Und zwar ein sehr obskures Spiel, was ich gefunden habe. Das ist einmal in irgendeinem, ich glaube das war im Steam Sale, ich habe ja viel zu viel Geld wieder mal im Steam Sale ausgeben. Das ist ja erst mein zweiter Steam, mein zweiter richtiger Steam Sale, kann man sagen, weil ich habe ja noch nicht so lange einen gescheiten Gaming-PC. Anyway, der Titel ist so blöd, habe ich mir gedacht, das muss ich mir kaufen, 2 Euro oder so, und das wird jetzt kurz einmal angespielt. Das Einzige, was ich über das Spiel weiß, ist, dass das Menü extrem weird ist. Ich meine, gibt dir die Scheiße, was soll das? Und es soll so eine Art Clicker-Spiel sein, wo man irgendwie Organe farmt oder irgend so ein Shit. Schauen wir es uns an. Schauen wir es uns an! Oh mein Gott, das ist komplett cancerous, die Schriftart. You wanna get a cat? It's okay, but you better take good care of it. Don't forget that every living... Oh mein Gott, kann man das irgendwie scrollen oder so? Eventually dies, you'll have to deal with it when the time comes. Oder das erinnert mich, ich habe noch immer nicht fucking Dings fertig gespielt, Undertale. Oh mein Gott, da hänge ich immer noch bei diesem komischen Gegner da, der irgendwie so Style-Punkte hat oder so. Was ist denn das für Gegner? Oh mein Gott, Alter. Ja, ich glaube, das kennt jeder. Jeder, der irgendwie einen Backlog an Spielen hat, kennt den Pain. Of course, you'd be able to create a similar creature using a recipe, but it may look the same, but it would never have the same soul again, motherfucker. So enjoy the time together while you can. Aus irgendeinem Grund hat er jetzt einen American Brooklyn Accent, aber scheißegal. What's up, nigga? I'm from the hood. Live without regrets, nigga. Get that bread. Shall it look good? Alright, you could help out with my work to earn the money for food. Oh shit, das klingt ein bisschen so Porn-Intro-mäßig. Schauen wir mal, was wir uns da schon wieder für weirde Sachen. Gold Home. Bin schon wieder ganz aus dem Recording draußen. Master, it's terrible. Irene, what is it, Organa? Oh mein Gott, das ist so laut. Oh fuck. Ich hoffe, das ist nicht so laut. Shish. Shish! Muss man schreien! Nein, ich tue es ein bisschen zurück. So. What is it, Organa? You don't need a shout, oder? Die kann lesen, was ich vom Bildschirm sage. I can already hear you, motherfucker. Master, it's awful. The flowers in the second greenhouse look all about to wilt. Oh my, maybe the temperature settings are off. Try lowering it by 3 degrees. Is that Celsius? Is that Fahrenheit? I don't have no fucking clue. Make sure to write progress in the graph, y'all. Got it. There's a storehouse. The crows are going after shades. The fox is a circle. It's terrible news. Wolves won't be far behind. Wolves, master, is it okay to run over and see a motherfucking wolf, motherfucker? We're able to run away, motherfucker. Anyway, motherfucker, repair the motherfucking fence. We've been spending most of our lives living in an Amish paradise. We got an order for a kidney. What the fuck? You want a fresh kidney, but they're dry as fuck, motherfucker. They need water. Where's the watering can? The first errand, water the organ tree, the plant which bears the organs. Click on a watering can, select the tree to begin watering, you can see water coming out. Irgendwie auf Deutsch irgendwie auch stillen, oder? Wäre angenehmer zum Let's Playen. Brauche ich da nicht irgendwas zu drücken, das ist so ein komisches Menü. Erstmal speichern. Oh mein Gott, was ist das für ein Menü? Ich will das speichern. Okay, es ist gespeichert. So, Animal Crossing, let's get it. Aha.
geiles Gameplay. Oh mein Gott, die Früchte werden sprießen. Die Sommerfrüchte. Die knackigen Sommerfrüchte werden sprießen. What the fuck, was soll das jetzt? Jesus! Okay, erst einmal die Kidney. Hypno-Kidney. Was geht? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich bin im Spiel intellektuell nicht gewachsen. Aha, ich brauche die. Was? Oder was? Water the tree. Ja und? Was mache ich jetzt? Jetzt kann ich die runternehmen. Oh mein Gott, das ist eine schön glänzende Kidney. Ich muss es in die Amazon Prime Gift Box geben. Praise the Lord. Wo ist das? Aha. Aha, das ist einfach nur ein Quest-Log, okay. Ready for delivery. I need to let the master know. Report to the master. Das ist alles so. Ich finde das so komisch anime-mäßig, so. Femdom-mäßig irgendwie. Master, I did it. I can hear you. I need to shout. This is my rather firm kidney. Ist das eine gute oder eine schlechte Niere? Jetzt muss der Schwarzmarkt entscheiden. Vielleicht sollte ich eine neue Frucht anbauen. Geht das? Ja, fix, Alter. Bam, oder fix, Alter. Mach mal. Mach mal ohne Problem. Ohne Problem machen wir ein gutes Preis. Deliver 3 Kidneys. Harvest a few kidneys, let the tree level up. Give a bit of water to the tree, get it to water again. Also man muss immer 5-mal klicken und wenn man den Tree auflevelt, dann wird die Scheiße wahrscheinlich ewig dauern. Komisches Gameplay, sehr verwirrendes Spiel. Jetzt nehme ich die Kidneys runter und jetzt habe ich wieder eine Quest oder was? Aha. Was muss ich jetzt klicken? Muss ich jetzt wieder Wasser? Bap, bap. Ja, ich habe ja Wasser. Ah, ich muss immer warten, bis die Scheiße. Das ist Interface ist echt maximal verwirrt von dem Spiel. Pretty good watering can. Ich weiß noch auf Animal Crossing. Animal Crossing war wild, Rudi. Animal Crossing war anders wild. So, jetzt habe ich wieder meine Kidneys. Bam, bam, bam. Und ich habe meinen Tree. Muss ich da jetzt echt jedes Mal. Also ich hoffe, da gibt es einen Autoklicker in dem Spiel, weil sonst. Das wäre ja nur zum Schwamm, Alter. Oder das hat mich auch getriggert. Ich habe irgendwie 566 Stunden in diesem depperten Scheiß-Game gehabt. Sakura-Klicker. Steige ich ein, weißt du, ich spiele das ja nicht aktiv, sondern ich lasse das immer im Hintergrund laufen, wenn ich mir irgendwas anschaue oder wenn ich irgendwie unmäßig einen Vortrag mir zu Gemüte führe, weißt du, wie es ist. Und was muss ich machen? Ich habe jetzt nicht aufpasst, ich hoffe, ich klicke das Richtige. Aber eigentlich muss. Es gibt eh nur zwei Sachen zum Klicken. Also das werde ich schon. Das werde ich schon noch hinbekommen von der geistigen Komplexität her. Ich weiß nicht, ob es dann Offline-Progress gibt in dem Spiel. Ich suche mir immer die langweiligsten Spiele zum Let's Play aus. Das ist sowieso auch das Geilste. Geht nicht. Hä? Also ich drücke jetzt wirklich immer den gleichen Scheiß. Kann ich das mit Autoklicker machen oder dann? Ich will jetzt nicht schon wieder raustappen und den Autoklicker aufmachen, aber ich spiele jetzt einmal normal, aber irgendwie fuckt mich das. Es gibt keine Grafik und nichts in dem Spiel. Ist das in Paint programmiert oder was irgendwie? Bei anderen Klickerspielen bewegt sich wenigstens irgendwas. Das ist einfach nur irgendein Kack. Ich weiß nicht, was das ist. Jesus Christ Almighty!
Ich verstehe nicht. Dauert das bis. Alter, das dauert, bis die Scheiße aufgefüllt ist. Na, Alter. Leck mich doch an den Zuckerli, oder? Das gibt's ja nicht. Aber over the Icon. Welches Icon? Was laut? Achso, das da. Jetzt kann ich das delivern, aha. Interessant. Kriege ich Poké-Dollar dafür? Auch interessant. Ich habe ja extrem viel Schichten, nicht? Na. Okay. Die Frage ist, kann man da. Ich meine, gibt es irgendeine Story in dem Spiel oder was bringt das genau? Ich glaube, es soll eine Story geben, angeblich. Also ich habe mir nur so ein kurzes Overview-Video angeschaut und da hat es geheißen, es gibt eine Story. Why are we giving these to the villagers? Did you know there's a shop for selling cultivated organs? We just don't just give them away. Is that it? There's several shops in the village, right? The florist, the candy store, the pharmacy. Jesus Christ, master. Papa Dupe. Ja, was wollte ich sagen? Genau, ich wollte sagen. Wollte sagen, dass mein fucking Sakura-Klicker-Spielstand weg ist, weil die zu dumm sind, um ein Spiel zu programmieren. Ich habe sogar um 1 Euro so ein cringiges Collectible, also nicht Collectible, wie sagt man, Cosmetic-Item einfach nur als Meme gekauft, weil muss man so ein bisschen die Backstory kennen. Ich habe eine Zeit lang, so einmal ein paar Monate lang, habe ich mit einem Freund von mir, das ist, wo ich die Dings aufgenommen habe, die was haben wir da damals aufgenommen? Dieses komische Flash-Game da. Two Steps from Hell, genau. Da haben wir das immer gemimt, diesen komischen Dude da. Den Asiaten da. Der mal die Gaming-Videos macht. So, gehen wir das. Den Yongi, ja, so heißt der, genau. Der macht halt immer so komplett redundante, Headlines. Ich meine, manchmal ist was Lustiges dabei, klar. Aber ich meine, der Großteil von den Headlines ist eigentlich relativ redundant, ja. Durchaus, durchaus. Durchaus redundant. So. Ich habe heute auch so ein paar andere Spiele schon ausprobiert, die ich mir. Mein Schlafrhythmus ist ja relativ am Arsch nach wie vor und deswegen habe ich heute ein paar Sachen installiert, die was ich mir im Steam Sale zugelegt habe. Es waren hauptsächlich so alte ATS-Sachen. City Skylines, da muss ich mich aber erst ein bisschen Schulz. Fuck, ich kotze das voll erst. Na, wie heißt denn das? City Skylines, so heißt das. Das ist mir jetzt ein bisschen zu kompliziert, da muss ich ausgeschlafen sein dafür. Da habe ich das ganze Setup, also ich habe da ein neues Spiel, also komplett neu installiert, noch nie gespielt, neues Spiel. Ich habe es irgendwie zusammengebracht, die ganzen Sachen zu connecten. Also die Ding halt, das Straßennetz, das Stromnetz. Und ja, jetzt ist die fucking Watering Can schon wieder leer, oder? Die Watering Can mal auffüllen lassen. Die, was soll ich sagen? Die Quest. Ah, fuck die Quest. Jetzt geht's wieder mit der Story weiter. Ich muss den. Ah, Gott, ich bin schon wieder so. 10.000 Sachen gleichzeitig im Hirn. Ah, fuck, was habe ich gerade geredet? Genau, City Skylines. Ich habe das Electrical Grid geschafft. Die Wasserversorgung. Habe ich geschafft, habe ich das Wasser in die
in die Residential Area gepumptes Abwasser, war auch ganz witzig. Aber ich war mega im Minus vom Geld her. Das ist auch was Seltsames. Das habe ich noch nicht verstanden, weil im Endeffekt, du kannst, ich habe die Steuern noch nicht freigeschaltet, du kannst die Steuern noch nicht einheben. Das ist ganz komisch. Und ein anderes Spiel, was ich installiert habe, was ich noch kurz angefangen habe, ist Banished. Das ist auch so ein ATS-Spiel, weißt du, ich bin ja immer noch in dem in der Prägung von der Kindheit, ja, dass man ATS-Sachen spielt tatsächlich. Mir ist gerade aufgefallen, dass da schon wieder irgendwas runtergeflogen ist, Alter. What is going on here? Ständig fliegen irgendwelche Sachen auseinander. Anyway, genau. Banished. Und das Problem, was ich mit Banished habe, ist, dass die Menüs extrem clunky sind. Ich meine, ich habe erst irgendwie eine halbe Stunde gespielt oder also ich habe die Tutorials gemacht und das Ganze. Aber ich meine, du musst die ganze Scheiße micromanagen, du musst ja jeden einzelnen Dude wie in einer Excel-Tabelle musst du eintragen, 2 von 2 Workers, 5 von 4 Schneider, bla bla bla. Also erster Eindruck ist gar nicht einmal so gut, wobei ich die Grafik eigentlich mega süß finde. I feel like I'm betting zurück zur Story. Ja, geile Story, oder? Ich habe gedacht, jetzt kommt der ewig der Story. Der Story-Shit, aber anscheinend nicht. Was ist im Store, oder? Wie komme ich überhaupt in den Store? Also ist das der Store? Okay, das ist der Store. Alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Let's get to the mall, würde ich immer sagen. Das kommt wahrscheinlich die nächste. Also die. Das wäre. Das, der Grafikstil ist eigentlich richtig geil. Also man könnte so ein JRPG machen. Im Stile von Undertale. Das würde ich vielleicht sogar spielen. Here, hand me that kidney. Here you go, master. Of course, leave it to me, master. Wie dem auch sei. Aber das Lustige ist ja, wenn man einen kleinen YouTube-Channel hat, den niemand interessiert, man kann mit den Keywords herum experimentieren. Vielleicht mache ich die Folge, mache ich Walkthrough. Vielleicht sogar. Wie wäre das? Walkthrough. Ich mache sonst immer Let's Play. Vielleicht kriege ich dann 4 Views mehr. Das wäre schon interessant. Wonderful watering can. Ich mache es ja halbert für mich selber eigentlich, dass ich mir dann irgendwann kann ich mir dann reinziehen, was ich da für cringige Let's Plays gemacht habe. Oder die Zeit vergeht so schnell, ich sag's dir. Ja, so ist es. Letztens wieder bei Bekannten gewesen. Und ich denke mir, Alter, was die Kinder heute alles haben an Technology, ist schon krank. Das ist schon krank irgendwo. So richtig komplette Boomer-Mentalität mit 22 schon, aber ist ja wirklich so. Ich meine, das Kind braucht nur irgendwie einschalten, Amazon Prime kann 10 Milliarden Serien schauen. Ich habe früher vielleicht einmal irgendwie ein paar Kassetten gehabt, irgendwann habe ich dann ein paar DVDs gehabt, das war dann sowieso schon High-Tech. Das Thema wird schneller zum Boomer, wie man denkt. So, pop, 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 pop. Let's harvest those motherfucking kidneys. Ich glaube, das habe ich eh in einer Forest-Folge einmal angesprochen mit Dorian, dass man. Aha, 14 von 15 kann ich nicht machen. Dass das eigentlich so der komplette Revelation-Moment ist, wenn man als Kind draufkommt. Dass keine Sau von irgendwas Ahnung hat. Also weißt du, weil wenn man irgendwie so 3-4 ist, dann glaubt man irgendwie, Alter. Die Erwachsenen, die Götter. Die wissen alles.
Dabei ist dem meist gar nicht so. Alter, ich muss mir irgendwelche lustigen Tags ausdenken. So. Pop, pop, pop. Let's get it, let's get this bread. Ja, manchmal weiß man irgendwie gar nicht so richtig, wie man das diese Spiele kommentieren soll. Hallo und herzlich willkommen zurück bei... Wie heißt das Spiel? Forget Me Not Organic Garden. Wir sind heute in einem Spiel auf Dome. Ein 43:12 Gameplay. Die Moab ist natürlich auch am Start. Und dementsprechend ist das auch alles in Ordnung. So, ich glaube, ich werde wieder mit meiner schönen 22 abschließen. Also die 22 Minuten. Irgendwie hat das was Ästhetisches. Das habe ich eh sicher in irgendeinem uralten Let's Play einmal gesehen, das mit den 22 Minuten. Deswegen hat es dann irgendwie gefunkt. Anyway, das war die erste Folge von Forget Me Not My Organic Garden. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Serie gehen wird, aber schauen wir mal. Ciao.